Hallo, ich bin's wieder. Heute will ich euch nochmal ein Spiel zeigen. Gestern habe ich euch ja Tiny Wings gezeigt und heute will ich euch das Skill Game zeigen. Ist auch ein sehr cooles Spiel. War letztens kostenlos. Kostet sonst 79 Cent. Und das Coole an dem Spiel, es geht unendlich lang. Ich zeige euch das einfach mal. Jetzt generiert er ein neues Level. Und wenn man das Level halt schafft, dann geht die Punktezahl hoch. Und der Sinn des Spiels ist halt, die Zahlen hier nacheinander zu verbinden. Also halt der Reihenfolge nach 1, 2 hier. Jetzt so. Ups. Und hier oben ist auch nochmal ein Loop, da sieht man genau, wo man gerade ist. Und jetzt darf man zum Beispiel hier nicht irgendwie durch die Linie durch. Da oben ist die Loop. Jetzt darf man nicht durch die Linie halt durch und man muss die halt nach der Reihenfolge verbinden. Das wird nachher ziemlich schwer. Dann kann man halt das Level, wenn man es überhaupt nicht schafft, überspringen. Aber dann geht hier auch die Punktezahl runter und umso höher halt die Punktezahl ist, desto schwerer das Level. In einem Update kam letztens der Zauberstift dazu. Das ist ein Stift, mit dem man, den kann man einmal pro Level einsetzen. Mit dem kann man durch alles einmal durch. Also egal, ob man egal ob da fünf Linien zwischen denen oder noch mehr ist, egal, man kann da einfach dann halt mit dem Zauberstift da durch. Ich zeige euch einmal noch kurz die Einstellungen. Und zwar hat das Spiel Game Center. Das finde ich sehr gut, halt mit Erfolgen auch hier. Erfolgen und Bestenlisten muss man hier halt ankreuzen, ob man es möchte oder nicht. Dann gibt es hier noch eine kleine Hilfe, den Zauberstift, das ist ein bisschen blöd, da muss man sich irgendwie, in einer Zeit muss man sich was Neues kaufen, also finde ich ein bisschen blöd solche In-App-Käufe, aber wer es machen will, kann es gerne tun. Hier der Schwierigkeitsgrad, das ist das Coole, dass man es hier anpassend auswählen kann und dann passt er sich halt langsam, wird immer schwerer. Und dann kann man den auch selber festlegen oder dass es zufällig sein soll, also mal ein leichtes und mal ein schweres. Und unter Spielvariante kann man noch einstellen, dass man entweder klassisch spielen möchte, dass wir gerade alle Zahlen nacheinander verbinden und alle Zahlen sind von Anfang an sichtbar, wie ihr hier seht. Da sind ja alle Zahlen direkt sichtbar, die ich verbinden muss. Und dann gibt es halt hier noch den Wahnsinnsmodus, kann ich euch auch eben einmal zeigen. Da, nee, da. Seht ihr, das sind jetzt nur 1 und 2, und wenn ich die jetzt halt verbunden habe. So, dann taucht erst die 3 da oben auf. Das kann halt nach einer Zeit wird das dann. Okay, das ist jetzt noch relativ leicht. Ich kann euch mal zeigen, wie ich das anhört, wenn man Level geschafft hat. So. Hier, man kann auch übrigens durch Zahlen durch, das habe ich noch gar nicht gesagt. Zahlen, die man schon durchkreuzt hat, kann man auch durchmalen, seht ihr? So. Jetzt habe ich einmal meine eigene Linie berührt. Macht das so ein Knacksgeräusch. So. Ja, viele Zahlen dürfen da nicht mehr sein. Da hört sich das an, so ein Applaus, wenn man das Level geschafft hat und dann regeneriert er halt ein neues. Also auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Für 79 Cent habe ich es mir gekauft. Finde ich auf jeden Fall okay, aber falls es nochmal gratis wird, könnte ich es ja einfach beobachten und gucken, wenn es gratis wird, dann neues dann holen. Aber für 90 Cent finde ich, lohnt sich auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Ciao, bis dann.